Monokultur in Brasilien. Zuckerrohr, wo früher Urwald war. Eine besonders häufige Produktionsart von Bioethanol, aber auch eine besonders schädliche. Die Natur verarmt und die Treibhausbilanz ist schlechter als bei fossilen Brennstoffen wie Benzin. Denn bei der Abholzung von Urwald wird CO2 freigesetzt, das sich vorher im Boden befand. Auch wenn bestehende Landwirtschaft für die Produktion von Biotreibstoffen umgenutzt wird, ist die Bilanz oft schlecht. Denn laut Mirei Feist von der EMPA richtet nicht nur die Abholzung Schaden an, sondern auch der Anbau von Biotreibstoffen. Zum Beispiel Versauerung von Böden oder Überdüngung von Gewässern. Zudem können Biotreibstoffe auch Nahrungsmittelproduktion verdrängen und so indirekte Effekte erzeugen. Trotzdem, die Nachfrage nach Biotreibstoffen ist in den letzten Jahren gestiegen. In der Schweiz macht der Anteil jedoch erst weniger als 1% aus. In Deutschland sind es etwa 7% und in den USA 10%. Gut schneidet Biotreibstoff ab, wenn aus Rest- und Abfallstoffen Biogas produziert wird. Es belastet die Umwelt bis zur Hälfte weniger als Benzin. Deshalb gilt: Man muss immer schauen, wie diese Biotreibstoffe produziert wurden und aus welchen Pflanzen sie erzeugt wurden und in welchen Umständen, damit man sagen kann, ob diese Biotreibstoffe tatsächlich eine positive Bilanz für die Umwelt zeigen. Benzin und Diesel lassen sich also nicht so einfach durch pflanzliche Treibstoffe ersetzen, wie man sich das erhofft hatte.